Wie hat Ihnen der Gottesdienst denn gefallen gerade? Ich war begeistert vom Gemeinschaftserlebnis, von der musikalischen Gestaltung, von der Predigt. Es war einfach super. Und waren Sie die ganze Zeit auf dem Eucharistischen Kongress und wie hat es Ihnen gefallen? Ich war von Anfang an dabei und es gab wunderbare Begegnungen, Auftanken für die Seele und viele Freundschaften, die über den Tag hinaus halten werden. Ein großes, fantastisches Erlebnis. Ich habe dann erlebt viel Freude bei den Menschen in den Gesichtern. Sehr gute Predigt von Kardinal Meissner. Also das hat mich auf jeden Fall im Glauben gestärkt. Ich bin froh, dass ich dabei gewesen bin, von Anfang an. Der Eucharistische Kongress, wie hat er Ihnen insgesamt gefallen? Ja, also die Atmosphäre ist natürlich einmalig und es hat ein bisschen gehakt an manchen Stellen, aber insgesamt eine sehr gelungene Veranstaltung. Gut, dass wir über die Eucharistie in der Öffentlichkeit auch reden, nicht nur am Fronleichnam, sondern auch bei solchen Gelegenheiten wie der Kongress. Gute Idee. An welchen Stellen haben Sie hat's gehakt? Ja, also ich habe zum Beispiel verzweifelt versucht, die Urkunde von dem Pilgerweg zu bekommen. Hat nicht geklappt, leider. Ich habe auch an manchen Stellen verschiedene Informationen bekommen. Also an Organisation hat ein bisschen da gehakt. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden und dankbar. Wie hat euch denn der Abschlussgottesdienst gefallen? Kommt ihr ein bisschen näher? Ja. Wie hat dir der Abschlussgottesdienst gefallen? Der war super und vor allem das Lied zum Auszug, also wie alle da geklatscht haben und so, das war echt, man hatte irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl, das fand ich schon toll irgendwie, also da hat man schon Gänsehaut gekriegt. Und wie hat es dir gefallen? Auch ganz gut, also es war schön mal alle zu sehen, wie der Gottesdienst so ist mit allen zusammen, ja, war ganz gut. Und du? Ja, ich fand das auch sehr gut. Und wart ihr die ganze Zeit beim Eucharistischen Kongress dabei und wie hat es euch gefallen? Nee, wir waren leider nicht die ganze Zeit dabei. Wir waren mit unserer Pfarrgemeinde, unser Firmenkurs, aber ja, also der Abschlussgottesdienst war einfach genial. Was war dein persönliches Highlight vom Eucharistischen Kongress? Ja, jetzt hier die Messe. Also das war schon echt interessant mal zu sehen. Wenn zum Beispiel jetzt ganz Deutschland war ja jetzt hier. Ja, das war schon richtig interessant zu sehen. Okay, danke euch. Ja. Gerne. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Ja, die ganze Sache war unheimlich ergreifend, nachhaltig und zu bewundern ist das, was alles geboten wurde. Man konnte sich überhaupt nicht entscheiden, wo man hingehen sollte. Und ich denke, dass wirklich Gottes Segen auf dem ganzen Unternehmen lag. Dankeschön. Danke Gott auch dafür. Okay, dankeschön. Also ich bin total begeistert. Es war eine ganz tolle Stimmung. Die Menschen haben gejubelt. Unsere Kinder, die waren auch so begeistert über die vielen Jugendlichen. Und es war einfach eine gemeinsame, ganz tolle Erfahrung im Glauben und total die Freude in Jesus Christus. Haben Sie den Eucharistischen Kongress von Anfang an mitgemacht? Wir haben den vom ersten Tag an mitgemacht. Und es war also sehr viel los in der Stadt. Viele junge Leute, was sehr Schönes. Kirche lebt, kann man sagen. Und das ist einfach ganz toll, hat uns total gestärkt im Glauben. Von wo sind Sie denn angereist? Wir sind angereist aus Wiel, das ist bei Gummersbach. Das war sehr gut, was mir ein bisschen leid tat, dass wir so weit auseinander saßen. Aber ansonsten von der Stimmung her und vor allem der Gesang hat mir sehr gut gefallen. Ja, es war sehr andächtig auch, diese Sache. Haben Sie den Eucharistischen Kongress von Anfang an mitgemacht? Ja, habe ich mitgemacht. Was war denn so das besondere Highlight? Was hat Ihnen besonders gut gefallen? Ich denke, die Eröffnungsfeier hat mir sehr gut gefallen und eben auch diese Angebote, diese Chöre in der Philharmonie, das ist mir nochmal sehr nahe gegangen. Vorher, am Vormittag haben wir dann eben die Katechese gehabt und das war für mich nochmal ein Meditieren weiter auch in der Musik. Das hat mir sehr gut gefallen. Denken Sie, solche Treffen sollten öfter stattfinden? Ich denke, die Katholikentage sind ja und dann denke ich, würde das für mich reichen. Very wonderful. Although I arrived here last week, I like to be from Nigeria. From Nigeria to Zambia, from Zambia just coming here to visit my people here. But I was very, very lucky to participate in this Eucharistic Congress. It's a very wonderful, you know, I see the presence of God. I see the presence of the people of God desiring to serve God. You know, I'm very, very wonderful. I'm enriched because I've seen the foundation of the Catholic Church, the foundation of the Eucharist. And how did you like Cologne?
Eh? Cologne, the city, how did you like it? Cologne is very wonderful. It's a very beautiful city. I saw the dome, the cathedral, very tall, very strong. I started comparing the African church and the German church. I'm sure that the German church is great. Okay. It's great. Yeah. Nigerian church is also good. African church is also, but I see people. I thought that in Europe, people are not interested in God again. I can see people desiring to serve God. I'm very, very impressed. Very, very happy. And my life fulfillment here is very, very wonderful. So that when I go back to Zambia and go back to Nigeria, and I'll tell them that the church here is moving. There's many cardinals. I say, people, I like the desire of the people. Oh, das hat mir viel, viel gefallen. So, das war halt, weiß ich nicht, so ein Traum, so mit vielen Leuten, auch viele junge Leute und so. Und ja, das war super gut. Von wo bist du denn angereist? Woher kommst du? Ich komme aus Spanien, aus Barcelona. Du bist extra für einen eucharistischen Kongress gekommen? Nein, ich mache hier mein Erasmus-Studium in Aachen. So, also hier in 10 Minuten oder so. Und ja, so. Hast du den eucharistischen Kongress von Anfang an mitgemacht? Ja, so von Donnerstag bis heute, ja. Was hat dir besonders gut gefallen? Vielleicht, es gibt viele verschiedene Leute hier und kann man viele Leute kennenlernen und verschiedene Kultur auch lernen und ja, vielleicht das. Sehr gut, sehr schön. Was hat Ihnen besonders gefallen? Dass der Predigt und überhaupt die Atmosphäre da mit allen zusammen, mit den Bischöfen, mit den Priestern, mit den ganzen Menschen. Also es war wunderschön. Von wo sind Sie denn angereist? Ich wohne hier in Köln. Ich bin aus Köln. Und haben Sie den Eucharistischen Kongress von Anfang an miterlebt? Wir haben die Eröffnungsfeier miterlebt und den Dom haben wir mal die Liste und die auch in dem wo ist die Maria Himmelfahrtkirche, da ist die österreichische Heilige Andacht haben wir mitgemacht und in St. Ursula Kirche haben wir mal die Andacht mit und die Heilige Messe miterlebt und also einiges haben wir miterlebt. Was hat Ihnen am besten gefallen? Also die Eröffnungsfeier war sehr schön und die Abschluss auch. Ziemlich gut, ja. Was besonders? Also ich fand das mit dem Chor auch so schön, also dass man das so immer gehört hat, wie der Chor gesungen hat. Und was hat dir besonders gut gefallen? Wie wir alles zusammen gesungen haben. Ja, alles eigentlich. Habt ihr jetzt gerade gedient bei der Abschlussmesse? Nein. Ach so. Habt ihr denn den Eucharistischen Kongress von Anfang an mitgemacht? Also ich habe da leider auch nichts mitbekommen. Ich war jetzt auch nur bei der Abschlussmesse dabei. Wie hat sie dir gefallen? Hat mir gut gefallen. Vor allem die Versammlung von allen Bischöfen hat mir ziemlich gut gefallen. Also mal die gesamte Bischofspräsenz da auf einer Stelle zu sehen, das hat mir ziemlich gut gefallen. Woher kommt ihr denn überhaupt? Refrath, also aus dem Bergisch Gladbach. Da seid ihr extra angereist? Ja, also es ist jetzt nicht so weit weg. Also wir sind mit der Bahn hierhin gefahren. Okay, dankeschön. Kann ich euch nochmal gerade was fragen? Kriegst du die drauf? Warte jetzt gerade beim... ja, jetzt hauen sie wieder ab. Seid ihr jetzt gerade beim Abschlussgottesdienst dabei gewesen? Ja. Und was hat dir besonders gut gefallen? Die Lieder. Und dir? Was hat dir besonders gut gefallen? Ja, halt, dass wir auch, also eigentlich auch die Lieder und was, also dass man halt was erfahren hat, was Gott halt so gesagt hat. Also das bei der Lesung, das fand ich auch richtig gut. Was hast du denn erfahren? Ja, also dass auf jeden Fall, dass Jesus Brot und Wein essen musste und er hat sich dann, zweimal musste er das machen, dann ist er auch 40 Tage lang gewandert. Und warum hast du so einen schicken Anzug an? Weil wir zur Kommunion gegangen sind und dann sind wir halt, ja, wir sind halt zur Kommunion gegangen, da haben wir gesagt, wir ziehen nochmal unser Kommunionanzug an, dann. Ja. Sieht aber schick aus. Gut, ganz herzlichen Dank dafür, ja? Schönen Heimweg euch noch. Tschüss.